Herzlich willkommen hier auf deins Tabletop-Feld. Ich bin der Christian und wir machen heute weiter mit Marvel Crisis Protocol, denn wir haben wieder Mittwoch und dementsprechend geht es heute weiter mit der letzten Box der Wakanda-Welle, nämlich Killmonger und Black Panther selber. Dementsprechend dranbleiben. Viel Spaß dabei. Dieses Video wird präsentiert von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Die letzte Box der Wakanda-Welle, die ich mir vorstelle, halt ist dementsprechend auch eine 2-Charakter-Box, diese aber um einiges günstiger als die Shuri und Okoye Box, also 5-6 Euro, was mich ein bisschen wundert, weil hier ist mehr Kartenmaterial drin als bei Shuri und Okoye. Dafür sind die Modelle nicht so kleinschrittig, was den einen oder anderen freuen wird. Wir nehmen jetzt mal direkt hier den Assembly Guide mit raus. Natürlich die Gussrahmen habe ich schon nicht mehr, die beiden Jungs sind ja schon zusammengebaut, dementsprechend habe ich die weggetan. Und wenn wir uns den Assembly Guide auch anschauen, sehen wir direkt, das klappt wesentlich besser. Weniger Schritte, mehr größere Teile, vollkommen in Ordnung. Das Kleinste ist, glaube ich, die Haare von Killmonger, die man dran kleben muss. Das war ein bisschen Frimmelsarbeit, wenn man ein bisschen Kleber an den Finger hat, aber sonst war es auch vollkommen okay. Trotzdem sind die Posen sehr kraftvoll. Er tritt den auf so eine Art Pantherstatue jetzt hier. Viele andere haben überlegt, in den Comics ist er dargestellt mit einem Jaguar, der ihm hilft beim Jagen, den halt so in der Richtung anzumalen. Da aber die Charakterkarte auf diesen Jaguar gar nicht eingeht, habe ich es gelassen. Zusätzlich die Pose ist sehr genial, dass man mit dem Speer sozusagen auf den Gegner deutet, den man jetzt gleich übermannen möchte. Und Black Panthers Pose halt dieses aus der Deckung kommen, beziehungsweise aus dem geduckten Hoch und oder nach einer Landung sich so abfangen und die Gegner taxieren und wieder losstürmen wollen, finde ich auch sehr geil. So, wir haben jetzt hier eigentlich sein Kartenmaterial mehr. Nämlich wir fangen jetzt ganz oben erstmal an mit den Tokens. Da haben wir wieder Wakanda-Tokens, die habe ich euch schon gezeigt gehabt bei Shuri und Okoye. Extra Killmonger-Tokens, die erkläre ich euch mit der Karte. Dann ein Stagger-Token in der Mitte, einen großen Wakanda-Token. Und hier an der Seite haben wir vier Forscher-Tokens, nenne ich mal, die aber doppelseitig sind. Dementsprechend auf der Rückseite haben wir das herzförmige Kraut. Und das ist wichtig für die neue Missionskarte, die mit dazu kommt. Dementsprechend erkläre ich euch genau, was man damit zu tun hat, wenn es dann gleich soweit ist. Bei den kleinen Karten jedoch haben wir endlich die Wakanda-Affiliation-Karte, die ich euch bei Shuri und Okoye schon eingeblendet habe. Da steht es auch drauf: Black Panther, Killmonger, Okoye, Shuri. So können die Charaktere halt als Wakanda benutzt werden. Sind die einzigen vier Wakandaner momentan. Und wer mal auf die Karten schon mit drauf geguckt hat, Black Panther zählt natürlich auch mit als Avenger. Und Killmonger zählt auch mit zu den Kabalen. Also beide können in beiden Teams benutzt werden. Und auch für die Team-Taktik-Karten, die darauf abzielen, auch zählen. Dann kommen wir jetzt noch zur Mission, bevor ich zu den Charakterkarten gehe. Und zwar ist das mystische Wakandan Herbst, also die wakandanischen Kräuter, ob die Faktor Fiktion sind. Und dafür brauchen wir diese Tokens, weil zwei dieser Tokens werden mit dem Forscher nach oben gesetzt. Das sind die sogenannten Vessels. Die werden später platziert, weil man platziert erst die zwei Herbs, also die zwei Kräuter. Das sind die herzförmige Seite davon. Auf den beiden zentralen Punkten der Karte A und diese beiden Gefäße auf den anderen beiden Punkten dieser Karte A. Und jeder Spieler erlangt vier Victory Points, wenn ein befreundeter Charakter das eigene Kraut kontrolliert und hält, während er das Gefäß umkämpft, während der Cleanup-Phase. Um dieses Kraut zu kontrollieren, muss man es aufnehmen. Dann ein Charakter, der dieses Kraut kontrolliert, kann nicht mehr als eine Move-Aktion pro Zug machen, aber er erhält einen Würfel extra bei seinen physischen Angriffswürfen und hat Immunität gegen Slow und Stagger. Und das Kraut, was natürlich von der eigenen Spielerhälfte am weitesten weg ist, ist das eigene. Und das Gefäß, was am nächsten zur eigenen Spielhälfte ist, ist auch das eigene. Dementsprechend, man muss hinlaufen, sozusagen eine Flagge aufnehmen und dann zu seinem eigenen Punkt wieder zurückbringen, um halt zu punkten. Und der Gegner muss natürlich versuchen, dann die Flagge zu umkämpfen und dem Gegner halt wegzunehmen. Und wichtig ist, wir können auch nur unser Kraut aufnehmen. Das heißt, wenn das einmal am Gefäß angelangt ist, können wir immer nur durch Dazen und K.O. eines Charakters das dem Gegner verwehren. Ja, dann würden wir zu den zwei Charakterkarten kommen. Ich fange mal mit Black Panther an.
Black Panther, aka T'Challa, ist ein Charakter für 4 Punkte, hat 6 Leben, eine L-Bewegung, also ziemlich, ziemlich flott, die schnellste, die es halt mitgibt. Und eine Größe von 2, also die normale Steuermenschengröße, verteidigt physisch mit 4 Würfeln, verteidigt gegen Energie mit 3 Würfeln, verteidigt mystisch gegen mit 3 Würfeln. Er hat 2 Angriffe auf seiner Karte, nämlich einmal den Strike, ein physischer Angriff, Reichweite 2, 5 Würfel, 0 Energie, das kennen wir schon. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, erhalten wir Energie in Höhe des angerichteten Schadens. Und bevor Schaden zugefügt wird, darf man gegnerischen Charakter sogar S-weit pushen. Das ist so die Sonderform bei ihm. Und ja, mehr dazu ist nicht zu sagen. Also er ist ein bisschen stärker mit dem Strike als andere Charaktere, aber der Push symbolisiert vielleicht so das Wegspringen oder so das katzenhafte Angreifen, Abstoßen und so weiter. Man weiß es nicht ganz, warum man das bei ihm dazu gemacht hat. Weil man eigentlich gar nicht so weit vom Gegner vielleicht weg will. Weil mit Kinetic Burst, seinem zweiten Angriff, ein Energieangriff, Reichweite 2 auch wieder, 6 Würfel geworfen, kostet aber 3 Energie. Und wenn er diesen Angriff durchführt, darf er bei dem bezahle Energieschritt des Angriffs bis zu 3 zusätzliche Energie ausgeben. Wenn man das tut, würfelt man pro Energie ausgegeben einen Würfel mehr. Das heißt, wenn man 6 Energie für diesen Angriff dann wirklich ausgibt, kann man den auf 9 Würfel aufblähen. Sollten wir dann sogar einen Wild noch darunter haben, triggert Explosive Force. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, werden alle anderen Charaktere innerhalb von Reichweite 2 um den Charakter geschubst, und zwar von diesem Charakter S weit weg. Und jeder geschubste Charakter leidet dann einen Schaden. Das heißt, eine Art kleine Kollision zeigt dieses Entladen des Anzuges, der Energie aufgesammelt hat und dann auch wieder freigibt. Als Leadership-Fähigkeit hat er den König von Wakanda, was natürlich dann nur zum Tragen kommt, wenn das Team die Wakanda-Zugehörigkeit hat. Und nachdem ein befreundeter Charakter Würfel wirft, im Angriff, in der Verteidigung oder beim Dodgen, darf man eine Energie ausgeben. Und wenn man das tut, darf man einen Würfel neu würfeln. So einfach und so genial, weil das ja nur pro Würfelwurf beschränkt ist, nicht einmal pro Zug. Das heißt, hat man viel Energie übrig und Charaktere, die halt dann mal den Würfelwurf daneben liegen oder Energie auch einfach reinkriegen darüber wieder, können halt so immer wieder versuchen, wenigstens einen zu schaffen. Und gerade auch beim Dodgen einen zusätzlichen Würfel zu haben, beziehungsweise einen zusätzlichen Reroll zu haben, ist gar nicht mal verkehrt, weil viele, viele Fähigkeiten, bis auf die von Spider-Man, natürlich darauf ausgelegt sind, nur beim Verteidigen zu triggern und nicht beim Dodgen. Als aktive Superheldenfähigkeit hat er den Mantel des Schwarzen Panthers. Für 2 Energie, wenn er einen Angriff ausführt diese Runde, darf er ein beliebiger als einen Würfel neu würfeln. Okay, wir können uns entscheiden, wenn wir natürlich nur eine Energie haben, nur einen Würfel neu zu würfeln, wenn wir 2 im Angriff in dem Fall, wenn wir 2 Energie haben, dürfen wir alle Würfel neu würfeln. Und wichtig auch noch, alle Würfel, die er in diesen Zug wirft, also nicht nur für den ersten Angriff, sondern für alle Angriffe. Dann hat er für 2 Energie den Pounce, auch eine aktive Superheldenfähigkeit. Dieser Charakter wirft sich selbst S-weit, er erleidet keinen Schaden durch eine Kollision. Und wenn er mit einem, sofern er mit einem anderen Charakter kollidiert oder mit einem Geländestück, und die Superkraft kann er nur einmal pro Runde machen. Was soll man damit natürlich machen? Klar, wir können es auf den Gegner draufschmeißen, 3 Schaden dadurch nochmal verursachen, also beziehungsweise bis zu 3 Autoschaden verursachen. Und oder halt sehr, sehr schnell uns einfach bewegen, weil wenn wir an die Mission zurückdenken, wir dürfen uns nur einmal pro Runde bewegen. Okay, wir haben nur eine L-Bewegung, aber mit dem Pounce können wir uns mal S-weit schmeißen. Das wird ja durch die meisten Missionen nicht abgedeckt, weil da immer nur von einer Move-Aktion die Rede ist. Das heißt, hier haben wir 2 Bewegungen drin, wenn auch nur eine S-Bewegung für Energie, die aber sehr, sehr genial natürlich dadurch ist. Das Letzte, was er mitbringt, ist die Vibranium-Rüstung, woraus der Anzug gemacht ist. Und wenn er verteidigt gegen einen physischen oder einen Energieangriff, darf dieser Charakter Blanks in seinem Verteidigungsbewusst sein Erfolgen mit dazu zählen. Das heißt, er hat das eingebaut, was Captain America als auf der verletzten Seite hat. Also ein sehr, sehr genialer Charakter. Ziemlich flott, muss nah ran. Aber selbst wenn er diese 6 Leben dann verlieren sollte, geht er auf seine verletzte Seite. Und auf der verletzten Seite ändert sich nämlich gar nichts. Dieser Charakter ist genauso stark auf seiner verletzten wie unverletzten Seite. Für 4 Punkte als Leader von Wakanda natürlich schon genial, aber auch in dem anderen Team. Für die 4 Punkte vollkommen solide. Gerade in einem Avengers-Team zählt er mit zu, profitiert er von den Karten mit. Second Wind, für eine Energie eine S-Bewegung, dann 2 L-Bewegungen, kann man schon mitten im Geschehen drinstehen oder eine L-Bewegung und dann direkt zuschlagen. Finde ich gut.
finde ihn einen sehr guten Charakter. Ich freue mich drauf, weil wir haben jetzt letztens nochmal eine Runde gespielt. Da habe ich aber nicht austesten können, weil wir einen Neuling mit dabei hatten und der sich das Ganze einfach angeguckt hat. Und beziehungsweise einfach das alte Team gespielt hat. Und das nächste Mal werde ich dann auch, wenn ich Wakanda ins Feld führen. Und ja, freue mich schon drauf, gerade auf ihn hier. Ja, tut mir leid, gerade einige unschöne Schnitte aufgrund der Kamera. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Charakter der Box, nämlich Killmonger, aka N'Jaka. Für 4 Punkte kriegt man auch hier einen 6-Leben-Charakter mit einer Größe von 2, einer M-Bewegung und 4 roten Würfel gegen physische Angriffe, 3 gegen Energieangriffe und 3 gegen mystische Angriffe. Er bringt als erstes einen Energieangriff mit sich, nämlich die Vibranium Weapons, 2 Reichweite 2, 5 Würfel, 0 Energie. Und nachdem er Schaden angerichtet hat, darf er in Höhe des angerichteten Schadens Energie erhalten. Sollte er sogar einen Wild dabei gewürfelt haben, pierst er dem Gegner einen Crit, einen Wild oder einen Block in eine Leerseite raus. Kann helfen, hilft nicht gegen alle Charaktere, also Ausnahme Captain America halt. Vollkommen solide. Als zweiten Angriff bringt er einen physischen Angriff mit sich, den Black Ops Strike. Reichweite 3, 7 Würfel, kostet aber auch 3 Energie schon. Und nachdem dieser Angriff Schaden absolviert hat, nachdem dieser Angriff Schaden angerichtet hat und dieser Angriff absolviert wurde, darf man sich innerhalb von Reichweite 1 zu dem Gegner hinstellen. Also können wir uns ähnlich wie bei dem Haymaker an den Gegner ranbewegen von Crossbones. Und sollte man einen Wild dabei gewürfelt haben, gibt man den Gegner sogar die Stagger Special Condition. Dementsprechend, der muss dann erstmal seine erste Aktion damit für aufwenden, Stagger zu entfernen, um überhaupt was machen zu dürfen. Als aktive Superheldenfähigkeit für 2 Punkte kriegen wir den Charge mit dazu. Der Charge, den kennen wir ja von Baron Zemo, man führt eine Bewegung aus, sofort gefolgt von einer Angriffsaktion und darf das Ganze nur einmal pro Spielzug machen. Warum macht man das natürlich dann? Um halt eine Aktion zu sparen. So kriegen wir nämlich uns wesentlich schneller an den Gegner ran, weil Reichweite 3 wissen wir jetzt nicht ganz so weit. Eine M-Bewegung vorher hilft da schon mal öfter, um auch bis in Reichweite 2 zu kommen und selbst einen Null-Energie-Angriff zu machen. Für 1 Energie dürfen wir Special Forces nutzen. Das heißt jetzt anders, ist aber wie letzte Woche ähnlich wie bei Shuri, nämlich wenn dieser Charakter angreift, darf er diese Superheldenkraft nutzen. Während des Erfolge-Zählen-Schrittes des Angriffes und darf dann sagen, okay, für 1 Energie zähle ich meine Blockresultate anstelle der Hit-Resultate als Erfolge. Kann mal funktionieren, wenn man anders gewürfelt hat, warum auch nicht, ne? Weil Wilds und Crits werden nicht beeinflusst. Kann man sich dann wirklich für 1 Energie mal eben entscheiden. Dann haben wir eine andere Superheldenfähigkeit, nämlich Focused on the Kill. Die sagt letzten Endes, wenn dieser Charakter einen Angriff gegen einen Charakter macht, den er schon einmal angegriffen hat, darf man 2 Würfel extra würfeln. Das heißt, wenn wir schlagen mit dem Vibranium Weapons vielleicht zu, 5 Würfel, danach kommt der Black Ops Strike mit 9 Würfeln, wenn es auf selbe Ziel geht. Da kriegen wir natürlich super extra Würfel, um halt dem Gegner halt wirklich, wirklich Schaden zuzufügen. Und wem das noch nicht reicht, wenn dieser Charakter, hat dieser Charakter noch eine letzte Sonderheldenfähigkeit, nämlich den Kill Count. Dafür brauchen wir die Tokens, weil jedes Mal, wenn der einen gegnerischen Charakter dazed oder K.O. schlägt, dementsprechend alle Leben klaut, beziehungsweise auf die verletzte Seite dreht, bekommt er einen sogenannten Kill Count Token. Und für jeden Kill Count Token darf er im Angriff einen Würfel neu würfeln. Nicht dazu würfeln, aber wenigstens ein eingebauter Reroll. Das heißt, je mehr er zuschlägt, je besser er wird, desto stärker wird er auch nochmal zwischendurch. Also der Charakter entwickelt sich während des Spiels sehr, sehr offensiv. Man muss natürlich dann aufpassen, nicht zu gierig zu werden und dann einfach viel zu viel einzustecken. Sollte er dann auf die verletzte Seite gehen, verändert sich nicht viel. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist, dass dieser Charakter dann nur noch 5 Leben hat. Also er verliert 1 wieder zu Black Panther. Sonst genauso offensiv wie auch vorher. Also mit ihm gibt es ziemlich fiese Kombinationen, wenn man auf die Taktikkarten guckt. Da werde ich mich gleich mit seiner eigenen auch anfangen, um das halt direkt zu erklären, weil er ist so der Hard-Counter zu Hulk. Es gibt nämlich 2 Karten, die dann mit ihm zusammenspielen. Wir fangen jetzt erstmal mit Wakanda für immer. Wakanda für immer ist eine Karte, die nur für Wakanda ist, eine aktive Karte und eine gewisse Anzahl, also eine beliebige Anzahl von befreundeten Wakanda-Charakteren kann eine Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Und jeder Charakter, der Energie ausgegeben hat, darf sofort einen Angriff mit 0 Energiekosten durchführen. Warum ist das so super mit ihm? Wir machen einen Vibranium-Weapon-Angriff, das heißt, wir müssen relativ nah dran stehen, okay, aber die machen wir mit 5 Würfeln. Denkt man sich jetzt, was bringt das denn?
Wenn man denselben Charakter dann aber indirekt aktiviert und denselben Charakter nochmal angreift, kriegt man für seinen nächsten Angriff sofort zwei extra Würfel. Das heißt, wir würfeln nicht nur pro, also für den zweiten Angriff, dritten Angriff zwei extra Würfel, sondern auch schon für den zweiten. So können wir natürlich super aufbauen und den Gegner halt schnell rausbringen, einfach nur, weil wir die extra Würfel kriegen. Mit der zweiten Karte, die dann dazu kommt, wo man, da kriegt man natürlich die extra Würfel, kann man aber Killmonger noch weiter boosten, weil Usurp the Throne betrifft Killmonger nur selber. Er muss auch 3 Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Und in dieser Runde erhält Killmonger 2 zusätzliche Würfel für jeden Angriffswurf, wenn er den gegnerischen Charakter mit dem höchsten Punktwert angreift. Wenn Killmonger den sogar K.O. schlägt, also aus dem Kolossalspiel entfernt und oder auf seine verletzte Seite dreht, also betäubt, erhält der zusätzliche Spieler 2 Victory Points dafür. Wenn es da einen Gleichstand gibt zwischen dem höchsten Punktwert, also dem Threat Value auf Englisch, dann darf der Killmonger-Spieler natürlich wählen, wen er davon nimmt. Das heißt, wir zünden dann das in folgende Situation wirklich mit Killmonger, um so einen Hulk rauszunehmen. Wir aktivieren Killmonger, spielen Usurp the Throne für 3. Danach kommt Wakanda Forever für 1. Dann machen wir einen Null-Energie-Angriff auf den Hulk mit Vibranium Weapons, sind schon mal 7 Würfel. Je nachdem hat man Rerolls mit dabei oder halt auch nicht. Danach kommt dann sein zweiter Angriff. Dann sind das schon 9 Würfel. 2 zusätzliche für Usurp the Throne. 2 zusätzliche für Focus on the Kill. Und wenn man natürlich noch Energie dann übrig hat auf dem dritten Black Ops Strike, würfelt man mit Black Ops Strike mal eben schlappe 11 Würfel. Das ist schon ziemlich, ziemlich übel. 27 Würfel ohne Rerolls gerechnet sollten halt Hulk schon mit den 20 Leben, sofern er nicht angekratzt worden ist, ziemlich schnell runterbringen. Er verteilt ja nur mit 2 Roten, dementsprechend sollte eine Masse an Energie auch rüberkommen. Wenn wir, dadurch, dass wir für Wakanda für immer eh die Wakanda-Affiliation haben, haben wir pro Angriff, den wir machen, mit über Black Panther halt den einen eingebauten Reroll. Sollte man über Kill Count noch einen Reroll haben und oder andere Möglichkeiten, Würfel zu wiederholen, über Shuri zum Beispiel, die irgendwo anders steht, was will man eigentlich mehr? Dementsprechend, mit den 2 Karten mutiert Killmonger halt zu einer richtig fiesen Maschine. Mit Wakanda für immer kann man natürlich über Shuri gerade auch mit dem Null-Energie-Angriff noch einen gegnerischen Charakter wegschubsen, der einen bedroht und oder in seine Reichweite schubsen, wenn er schon hinter ihm stand. Zusätzlich generiert Shuri durch eine Energie und wir wissen, Shuri konnte über ihre Fähigkeit an irgendeinen befreundeten Charakter dann Rewards verteilen für diese Energie. Also auch hier, man gibt 2 eine Energie aus, erhält dann wieder eine Energie, das heißt, man bleibt bei der Nullsumme dann da. Nichtsdestotrotz, aber genial, was das halt angeht. Die letzte Karte, die wir noch haben, ist Battlelust. Battlelust ist auch eine unbestimmte Karte, eine reaktive Karte, zielt auf keinen bestimmten Charakter. Und am Ende einer Move-Aktion, während der Aktivierung eines befreundeten Charakters, darf dieser Energie ausgeben in Höhe seiner Größe. Dementsprechend normale Charaktere 2, Ultron 3, Hulk 4 und. Und während der nächste Angriff, den dieser Charakter ausführt, in seiner Aktivierung, darf er Würfel dazu zählen in Höhe seiner Größe. Wenn der Angriff Schaden angerichtet hat, darf er den Gegner sogar S-weit schubsen. Naja. Also ich weiß nicht. Gerade wenn wir Energie ausgeben in Höhe unserer Größe, dafür eine Team-Taktik-Karte opfern. Hier ist Carnage drauf zu sehen, was sehr cool ist, aber also das, was am coolsten an dieser Karte ist, weil es gibt keine freien Aktionen, es gibt für 2 Energie 2 Würfel mehr. Also die anderen Charaktere können für die 2 Energie meistens stärker einen Angriff zünden, wo wir uns nicht bewegt haben müssen. Viel zu situativ und ich glaube auch die Charaktere, die das nutzen wollen, wüsste ich gerade keinen. Also leider, leider eine Karte, die hinten rausfällt automatisch, die für mich nichts wäre. Nichtsdestotrotz, super geile Charaktere, super geile Modelle und Wakanda ist ein richtiges, also wenn man Wakanda als komplettes Team spielt, kann das richtig böse für den Gegner enden. Man kann schnell viele Missionsziele kontrollieren, Shuri ist ein super Missionsziel-Verhinderer für den Gegner. Killmonger ist die Allzweckwaffe, um Gegner auszuschalten. Man muss natürlich darauf aufpassen, dass er nicht vom Gegner auch komplett runtergefokust wird. Aber das ist schon ordentlich. Also wie gesagt, die Box gefiel mir ziemlich gut.
Und da bleiben wir auch mit dem Fazit dabei. Das nächste Mal, wenn es um Bayern und der Lupinang drum geht, gehen wir zu den Asgardianern. Und die sind jetzt schon erschienen, sollten eigentlich erst heute erscheinen am Valentinstag, sind aber schon seit Tagen draußen in den USA, weil die Flagship Store, die sie was früher gekriegt haben. Ich versuche meine Hände natürlich dran zu kriegen, kann aber nichts versprechen, wie lange das dauern wird. Dementsprechend wird die nächsten Wochen am Mittwoch was anderes zu Marvel Crisis Protocol kommen. Wir machen auch ein Regeln unter der Lupe als Vorschau für euch dann jetzt. Wie bewege ich mich? Wie läuft eine Runde ab? Wie baue ich mein Team? Also alle so Fragen, die so ein Neuling in dem Spiel hat. Und wir werden uns natürlich auch den Raid-Modus dann noch vornehmen. Den hatte ich eigentlich vor, fertig zu machen, bevor das Video rauskommt. Das schaffe ich natürlich nicht mehr. Ihr hört es. Ich huste zwischendurch leider mal ein bisschen und bin ein bisschen angeschlagen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn ihr Fragen zum Marvel Crisis Protokoll habt, stellt die direkt über die Facebook-Seite oder in den Kommentaren. Und ja, wer es noch nicht getan hat, abonniert den Kanal, damit ihr auch direkt die Playlist auch seht und auch wisst, wenn was Neues dazu kommt. Und sonst bleibt mir nichts zu sagen, außer ciao, Adela und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.